herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof hier auf der Walchen 2K19. Ich passe mal lieber ein bisschen auf. Oh, zum Glück hat er vorne ein Gewicht dran, ey, da passiert nichts. Hallo, Herr van Bergen. Moin. Alles gut bei Ihnen? Oh, das geht aber ein bisschen langsam. Ja. Gut. Wissen Sie endlich, wo der Händler ist? Ich brauche endlich mal einen Händler hier. Er ist aus dem Urlaub zurück. Der ist zurück? Das ja. Ist ja fein. Ja, dann warte ich mal. Kommt er irgendwann heute oder morgen? Der müsste heute kommen. Okay. Köder. Wo? Drüben Pferde. Ah. Ja, ich glaube, der war zu lange im Urlaub. Der kennt sich ja gar nicht mehr aus. Aber der hat wahrscheinlich sein Feld hier mal begutachtet. Machen für den. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich vergaß. Was haben sie denn da angepflanzt? Wissen Sie auch nicht, ja? Erste. Ah, okay. Hallo. Moin. Sie sind der Händler? Jo, Hochrater mein Name. Hallo, ich bin der Karl Gutberg, hallo. Hallo. Ich war da oben bei dem, kennen Sie den Gumpitsch? Ja, den kenne ich noch. Jo, da war ich einen Monat lang auf Urlaub und habe mir jetzt da hinten den Sonnenhof gekauft. Ah, okay. Der Gumbitsch war so ein, der Herr van Bergen war so nett, mir einen Kredit aufzugeben. Und jetzt bräuchte ich halt ein bisschen Equipment. Und ich müsste mein Auto verkaufen, weil sonst habe ich kein Geld. Im Alter, da hält die Blase, glaube ich, nicht mehr so lang. Ich glaube auch. Können Sie mal gucken, was das Auto noch wert ist? Ja, kann ich. Herr Gumbitsch. Ja. Alles locker. Nee. Diggi. Ja. Ich habe die Schlüssel nicht. Ach so. Ja, Moment. Jetzt. Nee. Und Leo. War dein Urlaub? Ja, jetzt. Ganz gut. Ja, bitteschön. Dankeschön. Ich muss doch mal ins Prospekt gucken hier. Der wäre noch 64.350 Euro wert. Na, das ist gut, dann verkaufen sie die Schrottkiste mal. Aber die Farbe war so schön. Sie müssen noch einen Zettel unterschreiben. Ja. Dass ich den exportieren darf. Ja, Moment, ich unterschreibe. So. Bitteschön. Dankeschön. So, ich habe mir hier mal wieder von drinnen einen Katalog geholt. Jo. Was schwebt Ihnen denn vor? Kriege ich das Geld auch wieder? 64.000, den Rest können Sie behalten. Uns gerne überweisen. Ja. Also ich bräuchte was mit, wo ich mit einen Pferdeanhänger ziehen kann.
Ein Pferdeanhänger. Jo, vielleicht fangen wir damit mal an. Da hätte ich gerne den klassischen, den Big Master Western. Ja, vielleicht müssen wir Okay. sie aber kurz wechseln. So, also wie gesagt, diesen Big Western Ja. in der Farbe. Welche Farbe empfehlen Sie mir? Bin so unschlüssig. Vielleicht eine John Deere-Farbe oder Nee. So in diesem dunklen, in dem Navy Blau vielleicht. Oder Oliv. Oliv sieht doch cool aus. Pink. Herr van Bergen. Echt was? Das. Das Grau. Glasgrau. Nee. Finde ich ihn ja nicht wieder. Also den mit Oliv. Ja, nehmen Sie ein Oliv, machen wir Oliv. Okay. Dann bräuchte ich natürlich noch ein Auto. Ein Auto. Da hätte ich gern den 2019er Ram. Ja. Schwarzes Leder. Und auch in Oliv. Oh, der sieht aber böse aus. Ja. Mit einer Toolbox. Ja. Standard. Natürlich einen gescheiten Motor. Und die 2015er Ram-Felgen. Jo. Jo. So, was brauchen denn, Herr Dings da? Siegfried. Ja, Sigi, da. Was brauchen denn überhaupt Pferde? Heu. Das heißt, ich brauche auch irgendwie Heu. Hat jemand Heu? Nee. Oder beim Mähwerk kaufen und hinten Riesenmähen. Ein Mähwerk, ja, aber dafür brauche ich ja dann irgendwie noch so ein anderes Gefährt, oder? Ja. Bänder, den würde ich mir auch holen. Erstmal brauche ich den Traktor, oder? Oder geht er hier an die Anhängerkupplung dran? Können wir gerade mal gucken? Die sieht, glaube ich, schlecht aus. Ach, oh, da, aber die sehen ja schon mal. Sieht ja schon mal schick aus hier. Okay, also ich bräuchte noch so ein, was können Sie mir für einen Traktor empfehlen? Ich habe nicht viel Geld. Nicht mehr viel. Kann auch gerne ein bisschen was Älteres sein. Vielleicht unter Kompakttraktoren ein Lindner oder ein Steyr. Hat da auch einer Frontlader? Ja. Dann hätte ich gern einen mit Frontlader. Und zwar mit dem Hauer Frontlader. Welchen von beiden steuerst denn? Ich glaube, der letzte hat nur Frontlader. Okay. Nee, tatsächlich beide. Ah, okay. Aber ich glaube, der letzte ist ein bisschen stärker. Dann den mit Frontlader und alles so lassen. Steyr Frontlader bräuchte ich. Hauer, sorry. Frontlader Hauer, können Sie da auswählen. Also. Und dann hätte ich ihn gern mit Abdeckung Option 2A. Jo. Oder nee, machen Sie 3B. Ja. Ja, das passt. Und
dann hieß es, ich brauche ein Mähwerk. Mähwerk. Hat der Dings da gerade gesagt. Oh Gott, ich kenne mich gar nicht aus. Berg. Ja. Mäh gleich so oder so. Ah, kriege ich dann was ab? Ja, das ist ja fein. Dann brauche ich aber noch so einen Anhänger dafür, oder? Ladewagen. Ja, oder sie leihen sich mein. Nee, ich brauche den ja häufiger. Ich glaube, das macht schon Sinn, wenn ich da einen Anhänger habe. Kommt gleich wieder. Oder nee, warten Sie mal. Ich melde mich dann bei Ihnen, Herr Van Bergen. Jo. Gut, danke. Kommt gleich wieder. Jo. Bis dann. So, ja, das passt erstmal. Ich muss ja das erstmal sowieso jetzt wegfahren. Oh, Jo. der sieht aber gut aus, ey. Okay. Kriegen Sie noch Steuern oder so? Das rechne ich Ihnen gleich aus und rufe Sie dann an. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Oh, der ist aber leise, ey. Ich glaube, das wird aber so nix. Oh Mann, der ist so groß. Großes Auto. Da kann man hinten rausgucken, ist er so wie. Alter, ist der riesig. Ich weiß auch gar nicht, wo ich Pferdchen herkrieg. Hätte ich vielleicht noch mal fragen sollen. Sind alle weg. So, ich bringe, glaube ich, erstmal das Gefährt hier irgendwo hin. Neue. Mal gucken, wie der tuckert. Lenkung geht schon mal. Dann fahren wir den mal nach Hause. Ja, meinst du aber, der zieht kein Brot vom Fisch, Tisch? Ich glaube, das passt zum Anfang erstmal ganz gut für unseren Hof. Reinkriegen. Eher nicht. Vielleicht andersrum. Es hat keinen Platz hier auf dem Hof.
Gedanken geschickt. Ist tatsächlich ein bisschen. Ja, ich guck mal nach einem anderen Parkplatz. Da hinten haben wir noch eine Scheune. Ah ja, hier ist doch gut. Nee, ist auch nicht gut. Ey, das gibt's ja nicht. Gucken wir mal hier. Okay, hier ist perfekt. Ah, so. Wie viele Boxen haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Boxen haben wir. Und ja, eine Weide haben wir auch, von dem her. Laufen wir erstmal wieder zum Händler, dann können wir den Rest abholen. Vielleicht sagen die uns dann gleich, wo ich noch ein paar Pferdchen bekomme. Aber jetzt laufe ich erstmal zum Händler und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge Urlaub auf dem Bauernhof. Beziehungsweise inzwischen wird es dann wohl ab Samstag Leben auf dem Bauernhof heißen, weil wir haben ja keinen Urlaub mehr. Also bis dahin, macht's gut, tschüss.